Hallihallo, willkommen zurück zu Watch Dogs. Wir haben herausgefunden, dass der gute Clubbesitzer, wie heißt er nochmal, dieser Quinn, hinter allem Übel gesteckt hat und verantwortlich ist für diesen Anschlag, der auf uns verübt wurde. Wir starten mal direkt die Mission hier. Gucken wir mal, was zu tun Das ist. Merlot Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Oh ja, das klingt nach einem guten Plan. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Okay. Versucht sie sich wieder bei uns einzuschleimen hier. Erreichen Sie das Merlot Hotel, habe ich. Belauschen Sie Quinns Party und finden Sie ihn. Reicht das schon, wenn ich hier was hacke? So, Quinn gefunden. Das ging schnell. Oh, das ging auch schnell. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange, sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Verfolgen Sie Quinn und den Bürgermeister. Mit Kameras oder was? Na, Momentchen, Momentchen. Gut. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im du Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben ihr Rack erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten.
Hörst du mich? Lucky! Greifen Sie auf das Hotelnetzwerk zu und aktivieren Sie Sicherheitssysteme. Okay, kann ich das von hier aus? Da hinten muss was gehackt werden. Gehen wir mal hier rein. Da sehen wir die zwei wieder fummeln, okay. Ha, okay. Hier haben wir aber noch einen Audiolog. Hören wir uns noch an. Gute Lucky Quinn ist also so ein richtiges kleines Arschloch. Gut, er ist Mafia-Boss in der Stadt. Er hat also irgendwas gegen den Bürgermeister in der Hand. Wir gehen mal hier rein. So, falls ihr euch jetzt wundert, ich musste hier einen kleinen Schnitt machen, ist der Tatsache geschuldet, da meine Festplatte auf einmal voll war, mitten in der Aufnahme. Ärgerlich, habe ich vorher leider nicht drauf geachtet, aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin also immer noch hier in diesem Hacking-Teil unterwegs. Dann machen wir das mal direkt hier weiter. So. Dann können wir das hier jetzt mal aufmachen. Okay, dann denke ich mal, müssen wir den Datenstrom nach oben lenken. Zack, machen wir hier mit. Dann müssen wir noch das hier rüber lenken. Dann sind wir hier. Das hier hin. Und das lenken wir darüber. Okay, die Dinger, die liegen mir ganz gut. Zum. Jemand hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Was weiß ich? Irgendein Kurzschluss oder sowas. Okay, kann ich hiermit jetzt irgendwas machen? Wenn ich mit dem Typ hier mitgehe? Jetzt haben wir Alarm ausgelöst. War das gut? War das nicht gut? Wir haben einen Eindringling im Sicherheitssystem des Hotels. Seht euch das bitte mal an. So, können wir uns schon mal jede Menge angucken. Der kann Verstärkung holen, okay. Wie wäre es, wenn mal einer von euch dahin läuft? Das wäre super. Trinkerautomat, okay, okay. Und noch eine Kamera. Dann suchen wir hier mal ran. Ja, die bewegen sich aber mal so gar nicht. Okay, hier haben wir auch noch jemanden. Den könnten wir doch springen, wenn er hier lang geht. Komm, Junge, geh nochmal zurück. Gehst du bis da hinten hin? Ja, scheint er zu gehen. Ach komm, geh doch weiter. Na? Geh mal gucken, da ist was Feines. Er steht nicht auf schöne Dinge. Er steht anscheinend nicht auf schöne Dinge. Ja, toll, dass wir alles sprengen können, aber kein Schwein da rangeht. Muss ich da tatsächlich rein?
glaube ja, oder? Suchen wir es erstmal hier mit. Eieiei. Sieht uns hier jemand? Gibt es auch nur diesen Haupteingang? Muss ich da jetzt tatsächlich durch die Fronttür rein? Kann doch nicht sein, oder? Ich glaube, ich gehe da erst nochmal rum. Aber erstmal hole ich mir noch ein bisschen Kohle ab. Der da hinten, der steht schön. Also ich fände es cool, wenn es hier irgendwie so einen Hintereingang oder so geben würde. Gucken einfach mal. So, okay. Okay, okay. Den Typ gerne hier hinten niederschlagen, wenn er kommt. Er kommt doch bis hierhin, oder? Ja, kommt er. Sodele. Wo macht es denn jetzt weiterzugehen? Hier? Okay. Aiden. Bist du irre? Ah, bevor ich mit den vorknöpfe. Boah, könnte ich doch hier flöten, so wie in Assassin's Creed oder so. Schwachstelle erkannt. Ah, gib mir mal deine Schwachstelle. Ah, Verkehrsstärkung gerufen, deaktiviert. Ein Audio-Log. Ich muss da hinten was hacken. Boah, was laufe ich denn dann hier rum? Komm, Junge, die geht da rum. Ja, mal gucken. Kommen wir hier rein? Gott, da steht doch direkt jemand. Geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Ach, hier komme ich auch gar nicht rein. Okay, ist natürlich scheiße. Ich muss tatsächlich hier hinten rum. So, sind wir halt nochmal hier. Und Leute, habt ihr für Rushmore gestimmt? Wenn ja, sorry, meine Schuld. Das ist echt völlig abgedreht. Als wir uns die Bevölkerung vornahmen, kannten wir die Zahlen, die wir für einen Sieg brauchen. Und das CTOS hat berechnet, welche Botschaften wir den Menschen wann und wo zeigen müssen. Nicht unterschwellig, sondern Klartext. Ich habe für ihn gestimmt. Natürlich auch, weil das Management verlangte. Oh Gott, wie komme ich denn hier weiter? Das ist zu weit weg. Kommt der noch mal näher? Der hat doch eben hier gestanden, oder? Oh Gott, ich bin immer so schisshasig. Eigentlich müsste ich hier einfach drauf gehen.
geht er hier in die Richtung. Jetzt der Türrahmen dazwischen. Ja, super duper. Der steht auf jeden Fall im gleichen Raum. Ich glaube, ich gehe nochmal gerade auf seine Kamera. Gerade sagen, wieso kann ich die nicht mehr bewegen? Ja, nützt mir gerade mal gar nichts. So, hier oben die Kamera. Kommt der hier hin? Hey, hey, da ist jemand! Mann. Wären die jetzt wild? Ist das verflucht? Sucht ihn und macht schnell. Finde den Scheißkerl. So. Zwei hätten wir schon mal. Hat das die anderen Jungs jetzt angelockt hier? Eieiei, ich glaube ja. Ich glaube ja. Wir nehmen mal die Waffe hier. Komm, nimm alle mit. Oh, scheiße. Jo. So, beruhigt ihr euch irgendwann auch nochmal? Ich wäre jetzt der Raum hier frei, aber ich traue mich da jetzt nicht reinzustürmen. Ich hätte gerne noch mal hier vorne. Ist zu weit weg. Zu weit weg. Ah, gut, dass ich das mit dem Fokus ausprobiert habe. Das ist echt gut. Na, kommt doch noch mal. Knarren einsammeln, Geld einsammeln und Joe. Ich bin hier so der Geduldige. Drei Leutchen haben wir noch. Ach, kommt, Leute. Hier kommt aber auch kein Mensch in den Gang rein. Dann nochmal hier hin. Hier liegen doch die Toten. Wieso sucht ihr denn entgegengesetzt dem? Checkschnitt. Okay, kommst du jetzt hier in dem Raum wieder um? Bleibt ihr da jetzt stehen oder was? Kommen die da hinten wieder um oder bleiben die da hinten auf ihren Positionen? Ein Typ kommt wieder um, okay. Na, komm nochmal her. Der macht sich hier wieder auf die Suche oder was? Na komm, Junge. Okay, die machen ganz normal ihre Patrouille.
So. Zack. Weg, Iso. Okay, kommt er jetzt? Weil er uns doch irgendwie entdeckt hat. Oder nicht? Eher nicht, würde ich sagen. So, die Folge wird jetzt mal wieder ein bisschen länger. Mache ich jetzt mal extra so, weil ich diesen Cut dazwischen hatte. Komm, dich auch noch. Zack. Wenn wir es nicht gemusst hätten. Sehr schön. Dann haben wir hier unten Ruhe. So, wo sollen wir was hacken? Da hinten sollen wir was hacken. Guten Nu. Ah, hier, den Aufzug. Okay, das machen wir. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.